just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Es gibt endlich mal wieder einen Vlog. Ich nehme euch heute mal wieder mit. Es ist einfach super stressig, aber ich sage das gerade bei jedem Vlog. Wir sind in den letzten Zügen des Umzuges am Sonntag. Heute ist Donnerstag. Am Sonntag geht's los mit den großen Dingen. Das heißt, ich habe jetzt noch Donnerstag, Freitag und Samstag, um den Kleinkram zusammenzupacken. Ich habe natürlich schon viel, viel, viel ins Haus gebracht, zusammen mit meinem Papa, während André immer den ganzen Tag arbeitet. Und ja, im Haus ist schon einiges wieder passiert. Werde ich euch auch zeigen. Ich weiß nicht, ob es heute im Vlog klappt, ob ich heute überhaupt ins Haus fahre, weil eigentlich muss ich mich jetzt auf hier konzentrieren, dass ich hier vorankomme, dass ich alles gepackt bekomme. Es ist Chaos überall natürlich, ne? Wie das beim Umzug so ist. Ich muss jetzt erstmal die Küche auf Vordermann bringen, Essen kochen, es ist 23:30. Es gibt nur einfache Gerichte momentan bei uns, weil ich zum langen Kochen keine Zeit habe. Ich zeige es euch gleich. Es gibt einfach Spaghetti mit veganen Fischstäbchen heute. Dann, ich freue mich schon so drauf, habe ich einen DM-Gutschein bekommen von 50 Euro von meiner besten Freundin und werde heute schon so ein paar, wenn ich finde, kleine Babysachen shoppen. Ich habe die ersten zwei Outfits in 50 bei Liana im DM gekauft und die haben super gut gepasst, besser wie alle anderen Marken von der Größe her. Deswegen hoffe ich, dass ich so ein Strampler-Set oder ja, irgend sowas finde für den Kleinen. Ich möchte nämlich von den 50 Euro nur das kaufen, was ich für mich oder den Kleinen brauche. Und alles andere, was man bei DM sonst immer braucht und mitnimmt, das bezahlen wir dann aus eigener Tasche. Aber der Gutschein ist mein Gutschein und den möchte ich jetzt einfach einmal wahrscheinlich fürs Kind ausgeben. Aber das ist ja auch was, was ich möchte. Genau, was steht heute noch an? Ihr wisst, ich probiere immer halb-halb, den halben Tag was zu schaffen und den halben Tag für Liana freizuräumen. Das heißt, es ist jetzt schon 23:30, ich habe jetzt schon sehr, sehr, sehr viel hier geräumt und gemacht. Deswegen werde auf jeden Fall nachher Liana noch drankommen. Ich weiß nicht, das Wetter sieht super aus. Vielleicht fahren wir auch noch in den Tierpark oder in den Europapark oder irgend sowas machen wir noch für ein paar Stunden. Aber vorher möchte ich, wie gesagt, in die DM gehen und versuchen, hier noch ein bisschen klar Schiff zu machen. Ich zeige euch nachher auch so ein bisschen die Fortschritte oder besser gesagt, wie leer es hier jetzt gerade wird. Und nehme euch natürlich mit in den DM und zeige euch die Einkäufe und was sonst heute noch so alles passiert. Jetzt zeige ich euch aber erstmal das Mittagessen. Also, super, super einfach. Es gibt Spaghetti. Ich mache mir Pesto-Sahnesoße dazu mit meinem Lieblingspesto alla Genovese von Barilla. Ist nicht biologisch, ne? Ich mische ja so ein bisschen. Ich mache manchmal Bio, manchmal normal, aber ich versuche schon vor allem Bio einzukaufen. Aber ja, gestern habe ich gedacht, das muss jetzt heute schnell gehen, Spaghetti mit Pesto. Liana mag das nicht, mag momentan gar keine Soßen, deswegen kriegt sie einfach Spaghetti mit Butter. Und diese veganen Fischstäbchen, die ich super gerne habe, habe ich im Dance gefunden, Dance Biomarkt. Die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Am Anfang bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich schon finde, dass sie nach Fisch schmecken. Aber es ist wirklich auf Sojabasis. Liana, manchmal nach Lust und Laune. Manchmal isst sie, manchmal nicht. Mal schauen, ob sie heute Lust hat. Wäre schon schön. Dann muss sie nicht nur trockene Spaghetti essen, sondern kriegt auch noch ein paar vegane Fischstäbchen. Genau. Ach, und dann habe ich noch meinen Lieblingssalat aus dem russischen Laden. Der ist scharf, also wirklich scharf. Wer aufkriegen sollte ich ihn noch. Wer kein Schaf mag, der wird den Salat auch nicht mögen. Das ist Karottensalat. Ich glaube, das heißt nach koreanischer Art oder so. Also es ist sehr, sehr scharf. Und das ist Soja, was da drin ist. Aber so ein Soja, den ich noch nie gesehen habe. Aber super lecker. Zwiebeln, Gewürze. Ja, den esse ich auch noch dazu. Lieber, deine Decke brauchst du. Die ist kalt. So, ihr Lieben, das Mittagessen ist fertig. Es gibt... Kalte, die Liana. Wir ziehen dir gleich was an, okay? Nein, ich will das da. Besser eine Decke? Alles ist wieder gut. Es gibt Spaghetti und Fischstäbchen und Orangenschale für Liana. Und Mama hat einen Tee, weil ich noch ein bisschen Halsschmerzen habe. Und auch Fischstäbchen und Spaghetti mit Pesto. Mmh. Ich sag's euch, ich mache drei Kreuze, wenn dieser Umzug geschafft ist. Es fühlt sich an, als ob es überhaupt nicht vorangeht heute. Heute geht's auch nicht voran, weil ich zu nichts komme. Ich habe jetzt... Oh ja, Alter!
Ja, ja, ist auch da. Ich habe jetzt Mami. Die ganzen, gleich darfst du, okay, mein Schatz. Ich habe die ganzen Flaschen ins Auto getragen. Die ganzen, Warte zu kurz, mein Schatz. Mama erzählt kurz was, okay? Nein. Bitte. Nein. Ach, bitte. Ja. Danke. Ich habe alle Glasflaschen im Auto, ich habe alle Pfandflaschen im Auto, das werden wir jetzt machen. Dann müssen wir noch aufs Rathaus gelbe Säcke holen, Hundefutter kaufen und in den DM. Ne, mein Schatz? Da habe ich euch schon erzählt, dass ich die Hebamme gewechselt habe oder musste, weil meine Hebamme abgesprungen ist. Jetzt habe ich irgendeine Hebamme, die ich überhaupt nicht kenne. Und die, Ach komm! Die hat gesagt, pass bitte auf bei dem Umzug, nicht so viel schleppen. Wir wollen nicht, dass es zu einer Frühgeburt kommt. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf, weil ich natürlich schon für eine Schwangere sehr viel mache momentan. Habe ich im Kopf immer. Kopf? Im Kopf. Weil ich für eine Schwangere sehr, sehr viel mache und zu viel mache. Und ich weiß das auch, aber ich fühle mich so, als ob ich es nicht ändern kann, weil es sind einfach nur noch so wenige Tage für den Umzug und André ist ja ganz Tag auf der Arbeit. Meine Eltern helfen mir schon, wo sie können. Mami, Baby. Das Baby runtergefallen, ich hol's dir gleich. Und natürlich habe ich auch keinen, der mir Liane abnimmt, außer meine Mama. Das heißt, mit ihr klappt es halt auch nicht immer so gut. Ne, weil du ein kleiner Quatschkopf bist. Mhm. Ich bin heute übrigens nicht geschminkt, ihr merkt es. Ich habe nur Oliveda Glow. Ich bin aber ein bisschen rot heute. Habe ich euch das erzählt? Es ist so schlimm, wenn ich Instagram und Vloggen gleichzeitig mache. Ich bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden mit Liana, weil sie plötzlich keine Lust mehr hatte zu schlafen. Und bin natürlich super müde. Und ihr seht, Mama darf jetzt nicht länger reden, weil die Liana möchte jetzt gehen, oder? Hast du auch recht. Wir bringen jetzt Flaschen weg und wir sehen uns gleich wieder im DM. Gehen, Mami, gehen! Wir gehen jetzt. Liana rennt gleich zum Schaukelpferd und ich guck mal, was es hier Neues gibt. Aber das meiste ist schon Weihnachtsdeko. Alles Weihnachten. Schön wär's. Schlaf den ganzen Tag. Ja, mein Schatz? Also die einzigen Teile, die ich in 50 gefunden habe, ist das da. Finde ich aber jetzt nicht so schön. Das da ist auch nicht so mein Fall. Auf jeden Fall ein Body. Schau mal, das da ist ganz okay, oder? Für den Babybruder. Findest du das gut? Und dann gibt es noch die tolle Marke hier. Das Alana und das ist auch immer alles ganz tolle Qualität. Ein Strampler oder so. Da hinten kommt noch was. Das ist jetzt aber eher wieder dünn. Oh. Findest du das süß? Ja. Ja. Aber auch hier finde ich wieder, dass bei Mädchen viel einfacher ist. Es gibt eine viel größere Auswahl. Und bei Jungs ist es dann immer so an der Grenze vom Schönsein. Also es gibt natürlich auch schöne Dinge, aber jetzt hier finde ich die Auswahl jetzt für die Jungs nicht so cool. Aber ja, ich muss mich auch erstmal an das Einkaufen für Jungs gewöhnen. Die Bodies von Alana sind total toll. Die Bodies liebe ich. 70% Schurwolle, 30% Seide, aber kostet ein Body 20 Euro. Das ist halt krass. Seide ist da drin, ja. Und hier sind wir wieder 2,5 Jahre später und kaufen Baby-Pampers. Ich glaube, ich nehme da jetzt wirklich schon 1 oder 2 Packungen mit. Huch, das habe ich noch nie gesehen. Okay, das ist die 1 und das da. Oh, das ist für Frühchen, oder? 1,5 bis 2,5 Kilo. Nee, ein Frühchen wollen wir nicht. Hoffen wir doch mal, dass die normalen passen. Ach, da gibt es jetzt noch was anderes. Das gab es, glaube ich, zu Liana-Zeiten noch gar nicht. Pampers Pure Protection. Das ist noch besser. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Glaubt ihr mir, dass ich gerade total überfordert bin, was man für Neugeborenes braucht? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie war denn das? Wie haben wir denn das gemacht? Also wir haben auf jeden Fall Waschlappen und Kokosöl mit Wasser genommen zum Waschen. Das werde ich wieder so tun. Was ist da drin? Zeig mal. Knetseife. Knetseife. Willst du dir wieder eine Badekugel aussuchen?
ja, also ich werde jetzt natürlich noch nicht alles kaufen, ne? Es sind ja immerhin immer noch 12 Wochen. Aber ich habe jetzt mal, ich zeige euch nachher, was ich alles eingekauft habe. Aber ich bin echt ein bisschen überfordert, weil ich glaube einfach viel... Da ist was drin, dann nimmst du dir mit, mein Schatz. Weil ich viel einfach zu Hause habe von Liana, wie jetzt die Waschlappen zum Beispiel. Und erstmal nur Pampers und ja, so Einmalwickelunterlagen mitnehme. Obwohl ich auch Waschbare zu Hause habe. Also ich muss, glaube ich, zu Hause erstmal ein bisschen auspacken und den Wickeltisch befüllen und dann einkaufen gehen. Aber ich will jetzt so ein bisschen von dem Gutschein auf jeden Fall fürs Baby nutzen. Liana will sich jetzt noch schick machen, hat sie gesagt. Und ja, die Ausbeute zeige ich euch zu Hause. Auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen gefunden. Natürlich mehr für den Kleinen wie für mich. Also, Liana sucht sich jetzt noch eine Badeperle raus. Schau mal, wir hatten die da. Warte mal, wo ist denn die, wo was drin ist? So eine ganz große. Oh, gibt es die heute gar nicht? Ja. Ich habe leider im DM nicht so viel gekriegt wie gewünscht. Ich habe auch gewünscht, dass ich noch ein paar Dinge für Liana finde und für mich finde. Aber jetzt haben wir uns halt viel auf den Babybruder konzentriert. Ich muss jetzt aber auch erstmal... Aber das ist alles schon im Haus, die ganzen Kisten aussortieren, noch von Liana. Dann habe ich ja von Vanessa ganz viel geschickt bekommen und auch einige Sachen genäht bekommen. Deswegen muss ich das jetzt erst alles mal durchgehen und gucken, was ich habe. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe nicht viel in den ganz kleinen Größen. Und da habe ich jetzt 2, 3 Dinge mitgenommen und bin auch richtig happy drüber, eben von dem Gutschein. Und schaue dann mal die nächsten Wochen, was ich noch alles so dazu brauche. Und ja, es ist irgendwie für mich gefühlt noch so weit weg, aber 12 Wochen sind super schnell rum. Und man weiß ja nie, ne, wann das Kleine kommt. Also ich glaube nicht vom Gefühl her, dass es viel früher kommt, außer ich ziehe jetzt nicht mal die Notbremse an, aber das mache ich. Mein Körper sagt mir das eigentlich ganz gut, wann dann Schluss ist und wann ich Pause brauche. Die kleine Maus ist jetzt gerade an der Brust, weil die eben auch gerade eine Pause braucht, ne? Und dann gehen wir auf den Spielplatz. Mhm. Liana will dann auf den Spielplatz. Also ich glaube mit Kisten... In den Europapark. Und in den Europapark. Mhm. Ich glaube mit Kisten packen wird das heute nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall... Ja, mal schauen. Ich muss gar nichts. Ich muss lernen zu akzeptieren, dass halt nicht immer alles geht. Dann muss ich halt entweder heute Abend wirklich noch eine Stunde packen oder morgen mehr reinhauen. Wir werden es schon irgendwie gewuppt kriegen. Und wenn es am Sonntag viel ist, alles auf einmal, dann machen wir halt da einen Action-Tag. Aber wir werden hier schon erfolgreich rauskommen. So, jetzt zeige ich euch den Einkauf. Also, vom 50-Euro-Gutschein gab es... Das willst du zuerst zeigen? Das ist was für die Mama. Das wollte ich mir mal schon lange gönnen oder mitnehmen, ausprobieren. Das sind so iPads. Also, wenn man mal schlechte Nächte hat und Augenringe... von Stefanie Giesinger. Die sind auf Instagram auch schwer gehypt. Genau, da steht Moi drauf, ne? Auf Moi? Russisch. Moi. 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 Genau. Die Marke von Stefanie Giesinger, sehr gehypt auf Instagram. Und wollte ich mal ausprobieren. Dann hat die Mama noch ein Puder mitgenommen. Liana hat mir heute Morgen mein Puder runtergeschmissen, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich bin nicht mehr so der Puderträger. Jetzt habe ich einfach nur so eins mitgenommen, um wenn man glänzt, halt das abzumattieren, ne? Keine Farbe mehr. Dann haben wir Nachfüllseife mitgenommen. Dani. Und Fusselrollen, was wir sehr oft brauchen wegen unserem Hundi, was wir auch brauchen wegen unserem Hundi. Ein Teppich- und Polsterreiniger. Ich wollte mal versuchen, das Sofa hier zu reinigen. Na? Also nicht wegen mir, sondern vor allem wegen Liana-Flecken. Aber ich habe gedacht, das ist bestimmt stärker. Und dann hat die Mama noch einmal Haarspray mitgenommen. Und dann kommen wir zum eigentlichen Teil des Gutscheins, warum ich eigentlich ja, den Gutschein wollte. Erstmal Lianas Nachtwindeln, die Nappy Pants habe ich 2-mal mitgenommen, weil die aus waren. Dann habe ich euch schon im DM gezeigt, habe ich die Pure Protection in der Größe 1, man will es nicht glauben, von 2 bis 5 Kilo mitgenommen. Ja, jetzt wollte ich mal die ausprobieren. Die ersten Windeln für den Babybruder. Windelbeutel habe ich jetzt wirklich über 2 Jahre diese eine Packung mit 100 Stück in der Wickeltasche gehabt, weil ich natürlich auch viel meinen Nassbeutel benutzt habe. Ich habe trotzdem gedacht, ich nehme es mal mit für die Anfangszeit, weil gerade wenn man unterwegs ist, sind die schon praktisch und ich habe es manchmal sogar schon für Mia
Mias Kaka benutzt. Wenn ich gerade keinen Hundekotbeutel dabei hatte, hatte ich die auch schon im Notfall für Mia benutzt. Genau, dann einmal Wickelunterlagen. Wie gesagt, ich habe auch abwaschbare. Aber am Anfang mit Spucken und Pinkeln und in alle Richtungen finde ich die ganz praktisch. Und dann habe ich eben die Kleidung mitgenommen. Drei süße Bodies von Alana. Einmal den da. Einmal den da. Alles in 50, 56. Und einmal den da. Und das Einzige, was uns so ein bisschen gefallen hat, also bei Liana waren da viel schönere Sachen, aber der ist auch ganz süß. Ein Strampler in 50. Dann bei Glückskind gab es einen Stillschal umsonst dazu. Obwohl ich eigentlich ganz gute habe von Stoffiwelt. Deshalb werde ich den wahrscheinlich verschenken. Ja. Genau, und da hat sich Liana rausgesucht. Zeig mal. Ein Zauberbad. Und die Dinge nicht kriegen. Ist nichts drin, ne? Das ist nur das Zauberbad. Das macht das Wasser rosa. So, macht das? Nur Schaum. Schaum, genau. Und was hast du dir noch rausgesucht? Tada! Das da! Und ist da was drin? Ja. Da ist, schau mal, dieser Teil ist drin. Wir haben schon zweimal einen gekauft und zweimal war der gleiche Fisch drin. Mal schauen, ob heute was anderes drin ist, mal oder? Mal schauen. Jetzt können wir nicht schauen, es geht nur in der Badewanne, ne? Heute Abend. Weißt du, das geht ja, die Überraschung kommt ja nur, wenn man es ins Wasser macht. Aber bitte die Kugel. Tada! Genau, das ist die Kugel. Tada! So, der Rewe-Einkauf, der war heute ganz schnell und unspektakulär. Wir machen heute Abend Wraps. Ah, genau, das haben wir noch der Mia mitgenommen, ne? Ein Knochen zum Knabbern. Wenn wir gleich auf den Spielplatz gehen, ist die Mia beschäftigt. Heute Abend gibt's Wraps, so mexikanische Wraps. Dafür haben wir für André einmal Hühnchen mitgenommen. Für mich das Gleiche, aber in vegetarisch. Hier, mühlengeschnetzeltes, hatte ich noch nie. Probieren wir mal aus. Für Liana, wisst ihr jetzt ein Fruchtzwerg? Bitte. Für Liana ein Bio-Fruchtzwerg. Für Mama, ich hatte voll Lust auf Linsertorte. Oh, die ist schon ein bisschen verknickt. Linsertorte. Noch mehr Fruchtzwerge. Liana ist gerade so scharf auf Fruchtzwerge. Ich natürlich überhaupt nicht. Aber ich habe wenigstens die mit weniger Süß und Bio gefunden. Dann einmal Tomaten, weil ich immer so in die Wraps auch so klein geschnittene Tomatensalsa mache. Eine Avocado für die Guacamole für den Wrap. Dann machen wir immer noch Käse in den Wrap. Ja, und Schmand kommt auch in den Wrap. Und sonst nur noch Brot und Eier, weil das gefehlt hat. Sind sie nicht wahnsinnig süß, die zwei? So, bevor wir jetzt losgehen auf den Spielplatz und endlich Liana ihre Zeit bekommt, wollte ich euch unbedingt noch ein Päckchen zeigen, das uns erreicht hat. Und zwar ist das von My Stitch. Ich verlinke es euch mal unten. Die haben Instagram und natürlich auch eine Website. Und da könnt ihr euch alles, ich zeige es dir gleich, da könnt ihr euch alles einsticken lassen, was ihr möchtet, bis zu 12 Buchstaben, glaube ich. Die haben ganz tolle T-Shirts, ganz tolle Pullover. Und noch andere Dinge. Schaut gerne mal bei denen vorbei. Ich zeige es euch jetzt. Liana ist auch schon ganz gespannt. Ja, für besondere Anlässe, für besondere Momente ist das was ganz, ganz Besonderes. Ganz tolle Qualität. Und ich zeige euch jetzt, was wir uns ausgesucht haben. Unsere Hauptperson kommt natürlich als erstes. Schaut mal, wie wunderschön. Ich probiere jetzt mal ganz nah ranzugehen, dass ihr das seht. Wie toll die Qualität ist und wie das eingestickt ist. Das ist ein graues T-Shirtchen, wo Liana draufsteht. Schau mal, Schatz, ein T-Shirt für dich.
Und ich habe mir einen Pullover rausgesucht. Natürlich diesmal extrem groß in L, weil ich den unbedingt jetzt schon in der Schwangerschaft anziehen möchte. Und da steht Mami drauf. Ich ziehe euch den gleich mal an. Und natürlich darf auch Daddy nicht fehlen. Für Andrea habe ich ein T-Shirt ausgesucht. Und dann haben wir einen süßen Partnerlook mit Liana, Daddy und Mami. Mami, die immer friert, kriegt einen Pulli. Und die anderen zwei ein T-Shirt. Ja, ich finde das einfach eine ganz, ganz tolle Idee. Es ist halt so individuell und so persönlich, weil ihr euch halt alles einsticken lassen könnt, was ihr möchtet. Ihr könnt euch natürlich die Farben aussuchen von den Kleidungsstücken, aber auch von dem Garn, in welcher Farbe es eingestickt wird. Und ja, was ganz Tolles. Ich ziehe ihn euch mal an. Schaut mal, dann seht ihr auch gleichzeitig mal wieder die Kugel, die echt einen riesen Schwung gemacht hat. Sprung, Schwung, wie sagt man da dazu? 28. Woche. Und das ist so ein richtiger Kuschelpulli, der ist so schön. Wie gesagt, ich habe jetzt eine L, ne, weil ich den jetzt sofort tragen wollte. Und hier steht dann Mami, Mami drauf. Und es gibt es eben noch für Daddy und für Liana, aber die, das haben wir uns halt ausgesucht, dass das drauf steht, ne? Also wie gesagt, ich habe mir den jetzt in L rausgesucht, so ein Kuschelpulli. Genau richtig jetzt für die Herbst- und Winterzeit. In L für den großen Babybauch. 28. Woche. Wo willst du noch hin, Babybauch? So, meine Lieben, jetzt waren wir noch 2 Stunden auf dem Spielplatz. Das war jetzt echt gut. Ich habe frische Luft gebraucht. Liana hatte Spaß. Ist ein bisschen rumgelaufen. Ich habe eine Freundin getroffen mit ihren Kindern. Also das war jetzt echt noch gut. Jetzt fahren wir zu meinen Eltern, weil ich das Auto zurückbringen muss. Morgen brauchen sie das Auto. Ich habe fast nur das Auto von meiner Mama die ganze Zeit, weil unser Auto ja noch nicht da ist. Aber ich kriege auch oft das Auto von meiner besten Freundin, von Ornella. Und deshalb, ja, bringe ich jetzt das wieder zurück, bringe die Einkäufe fürs Baby ins neue Haus. Es ist jetzt schon zu dunkel, bis ich dort bin, um euch was zu zeigen. Aber das kommt dann im nächsten Vlog. So, schon super dunkel. Ich habe jetzt Liana überredet, dass sie noch ein paar Vareniki isst, diese gefüllten Teigtaschen mit Kartoffelpüree. Weil, ja, sie wollte jetzt nur noch an die Brust und da ist immer die Gefahr, dass sie sofort einschläft. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich will wenigstens versuchen, dass sie bis 20 Uhr durchhält. Dass es morgen früh nicht wieder 5.30 Uhr wird. Also gibt es jetzt schnell ein paar Vareniki. Und wenn sie dann im Bett ist, richte ich das Essen für André und mich. Und wenn dann André da ist, ich glaube, der kommt kurz nach 8, werde ich auch essen und sofort danach auch ins Bett. Ich bin so durch. Ihr Lieben, ich hoffe, der Vlog ist einigermaßen interessant geworden und hoffentlich ist es nicht so ein Mimimimi-Vlog, wo ich mich die ganze Zeit beschwere. Aber ja, solche Tage gibt es halt auch. Ihr Lieben, bis zum nächsten Vlog. Danke, dass ihr da seid und ja, bis zum nächsten Mal. I just want you, I just need you, I know what it is you do.